Fehlkabbalah. Und zwar, ich habe eine Frage bezüglich des Lernens. Es ist ja Pflicht für jeden Muslim, sich Wissen anzueignen. Und gibt es irgendwas, irgendwelche Methoden oder Dua vor dem Lernen, wenn man zum Beispiel Koran auswendig lernen möchte oder sich Wissen in der Religion aneignen möchte? Der Bruder stellt eine gute Frage, die wird selten gefragt. Was kann man tun, um seine Lernfähigkeit oder seine Lernbereitschaft zu erhöhen? Natürlich, es gibt einen entscheidenden Faktor. Dieser Faktor, liebe Geschwister, ist der Ikhlas. Das bedeutet, dass man aufrichtig ist gegenüber Allah. Dass man nur lernt für Allah Azza wa Jalla. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Ahmad: Man talaba al-ilm li yujariya bihi al-ulama au li yumariya bihi al-sufaha au li yasrifa wujuha al-nasi ilayh adkhalahu Allah an-nar. Derjenige, der nach Wissen strebt, um mit den Gelehrten zu diskutieren, oder die Unwissenden zu beeindrucken, oder die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken, so wird Allah ihn in das Höllenfeuer eingehen lassen. Und vielleicht übertreiben wir nicht, wenn viele mit dieser Absicht heiraten, wenn viele mit dieser Absicht leben. Deswegen, der erste Punkt ist Ikhlas, Akhil Karim. Welche Absicht sollte man haben, wenn man lernt? Imam Ahmad rahmatullah alayh sagte, dass man den Jahl von sich aufhebt. An yarfa' al-jahla anhu, dass er den Jahl von sich hinwegnimmt, dass er anfängt, sich Wissen anzueignen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn man lernt, muss man einen Plan haben. Das heißt, was heute viele Geschwister falsch machen, sie gehen in YouTube rein und da gibt es ja viele Prediger, Alhamdulillah. Ihr wisst, die Kamerapreise sind auch gefallen. Wenn eine Kamera 15 Euro kostet, dann wird jeder Prediger. Und das sieht man dann auch. Leute, die nicht mal Bismillahirrahmanirrahim richtig aussprechen können, predigen, mashallah. Und jeder erzählt seine Geschichten. Und die haben wirklich erstaunliche Geschichten, im Übrigen. So lernt man nicht. Man lernt nicht von irgendjemandem. Wenn ich euch frage, würdet ihr euer Geld, was ihr unter eurem Kopfkissen versteckt, seid ehrlich, ja? Würdet ihr dieses irgendjemand anvertrauen? Ja oder nein? Zum Beispiel du, die 10.000 Euro, die du besitzt. Würdest du das irgendjemand anvertrauen? Der hat 10.000 Euro, der hat es nicht abgegeben. Der muss am Freitag spenden auf jeden Fall. Warum gibst du das nicht irgendjemand? Weil er was damit machen könnte. Er könnte es veruntreuen, richtig? Frage, die Religion hat mehr Wert als das Geld, ja oder nein? Das heißt, du nimmst doch die Religion nicht von irgendjemandem. So sagte Ibn Sirin, rahimullah ta'ala. Er sagte, inna hadha al-ilma din. Wahrlich, dieses Wissen ist Religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. So achtet darauf, von wem ihr eure Religion nimmt. Schaut mal, subhanallah, es gab damals Leute, ich habe mit ihnen diskutiert. Ich habe ihnen gesagt, schau mal, du kannst nicht ins Internet reingehen und von irgendjemandem, nein, der berührt mein Herz. Und der berührt meinen Verstand. Und der berührt, ich weiß nicht was. Naja. Bitteschön. Der eine hat die Leute hier aufgerufen zu Dschihad in Deutschland, ist selber abgehauen. Nachdem er abgehauen war im Ausland, hat er gesagt, tötet die Kuffar hier in Deutschland und in Österreich. Wie viel hast du denn getötet? Gar kein. Ja, mashallah, das war jetzt ein guter Prediger? Sagt es mir. Ja oder nein? Einer sagt dir, jeder Nicht-Muslim kommt auch ins Paradies. Vor allen Dingen in Deutschland hat er eine Entschuldigung. Und die Prediger sind viele. Einer sagt die ganze Zeit, Kufr, Tarut, Hukum, Tarut, 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 Facebook voll mit Tarut. Er kommt ins Gefängnis, er nimmt sich zwei Anwälte. Was ist jetzt mit Tarut? Ja, bei ihm nicht, ja. Hier gibt es kein Tarut. Hey, du hast doch den Leuten erklärt, wer sich einen Anwalt nimmt, wird was zum Käfer. Hat er das den Leuten erklärt oder nicht? Ja, dann ist, was ist er für uns jetzt? Was ist dieser für uns, dieser Betrüger? Ist er nicht ein Käfer nach seinem Maßstab? Aber was, wird er es hinnehmen, wenn du ihm sagst Käfer? Wird er das annehmen? Nein. Warum nicht? Weil er hat natürlich was? Eine Entschuldigung. Findet er diese Entschuldigung für andere? Antwort? Nein.
Und das ist Wallahi eine sehr gefährliche Stufe, die man erreichen kann, wenn man anfängt, für sich etwas zu erlauben, was man für andere verbietet. Und daher, es gibt viele, die sogenannte Prediger sind, die sind Sufis. Es gibt viele, die sind Takfiris, Khawarij auf diesem Weg. Es gibt viele, liebe Geschwister, die folgen nur ihrer Hawa. Es gibt viele, die sind von Hizb al-Tahrir. Aber heutzutage egal, Hauptsache der hat einen schönen Nasheed und der bewegt dein Herz und danach kommt der Schmerz. Aber viele achten gar nicht darauf. Die denken, die können selber bestimmen, wer richtig und wer falsch ist. Sie sind nicht in der Lage dazu. Daher haltet euch an die Vertrauenswürdigen hier in Deutschland, von denen bekannt ist, dass sie gelernt haben. Und es sind nicht die meisten hier, um ehrlich zu sein. Ja? Es ist weniger als eine Handmenge, die ich meine. Daher, bi'idhnillah ta'ala, soll man bei diesen Leuten versuchen, so gut wie möglich seine Religion zu lernen, bis Allah azza wa jalla einem die Möglichkeit gibt, dass man dann direkt bei einem Gelehrten lernen kann. Aber sowieso, wenn man noch am Anfang ist und kein Arabisch kann und nicht die Grundregeln der Religion kennt, dann wird kein Gelehrter sich die Zeit nehmen mit dir und mit dir lernen. Deswegen lerne erstmal ein paar Dinge, ein paar wichtige Dinge, wie in la ta'ala. Und das Beste, was ich den Leuten empfehle, womit sie anfangen, ist über die Namen und Eigenschaften Allahs. Weil das wird einem sein Iman erhöhen. Und die Gelehrten sagen, Ashraful Ilm, das ist das beste, edelste Wissen, was eine Person erlangen kann. Weil damit stärkt er sich selber, er lernt Allah kennen. Und wenn er wirklich diesen Iman besitzt, dann hat er auch wirklich die Kraft, auch trockene Sachen zu lernen. Aber er wird diese trockenen Sachen nicht lernen, wenn er nicht genug Iman besitzt. Sei dir sicher. Schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wir treffen uns morgen um 18 Uhr und wir machen einen Vortrag über Al-Qawaid al-Arba, über die vier Regeln im Islam. Glaubst du mir, dass ich alleine wäre? So ist das. Weil die Leute haben noch nicht die Motivation, solche Themen zu lernen, solange sie nicht ihren Iman stärken. Selbst das Gebet, der Achil Karim. Einer hat nicht die Motivation, das Gebet richtig zu lernen, solange sein Iman schwach ist. Wann machen sie diese Sachen? Wenn der Iman erstmal gestärkt ist. Deswegen sagten die Sahaba, radiallahu anhum, sie sagten, ta'allamna al-Iman qabla al-Quran. Wir haben den Iman gelernt vor dem Koran. Wir haben den Iman gelernt vor dem Koran. Als wir aber unser Iman gestärkt haben, waren wir auch bereit, Koran zu lernen. Wallahu ta'ala ala wa ala.